Ahoi meine Lieben, Sidcast hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge XCOM UFO Enemy Within, nee, nicht Enemy Within, UFO Defense, so. So, Südamerika hat einen neuen Hangar und wir haben eine Forschung abgeschlossen, UFO-Konstruktion. Außerirdische Raumschiffe setzen sich aus drei Hauptbestandteilen zusammen, einer Energiequelle, einem Navigationssystem und einem aus außerirdischen Legierungen bestehenden Rumpf. Der Rumpf ist so konstruiert, dass Gravitationswellen gelenkt und kontrolliert werden können. Außerdem wird seine kleine Menge Illyrium benötigt, um die Energiequelle anzutreiben. Sobald wir die Prinzipien der Konstruktion verstanden haben und die Funktionen der Bestandteile kennen, wird es möglich sein, diese Raumschiffe nachzubauen. Genau das ist nämlich hier mein Projekt, neuer Kampfjäger. Und ich kann mich daran erinnern, selbst der ist gegen die wirklichen Kriegsschiffe von den Aliens echt Mist. Achso, wie war denn jetzt die Forschung hier? Wie steigen wir da ein? Oh, gleich auf gut. Naja, okay. Da bin ich doch dabei. So, Blasterbombe ist abgeschlossen. So, Gedankensonde. Weißt du, den können wir dann auch stoppen. So, dann geht ihr alle wieder hier in die Produktion für Fluganzüge. Und dann haben wir hier den Westen. Dann solltest du von hier ihm entgegenfliegen, oder? Wohin fliegt der? Das ist eher nach dem Auto. Da habe ich noch keinen. Warum habe ich denn da eigentlich noch keinen? Habe ich denn hier schon zumindest einen gekauft? Einen Abfangjäger? Nee. Gar nicht. Und dann habe ich auch... Boah, warte mal. Wir brauchen doch hier noch ein Radarsystem. Und noch ein Radarsystem. Und dann natürlich noch ein Hangar. So. Boah, ganz übersehen. Hier, komm, flieg du mal noch los und hol dir den. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. So, dann machen wir da einen Angriff. Okay, das ist wieder so einer. Müssen wir hier natürlich noch die Blasterbomben, die können wir erstmal schon mal alle reinpacken. Ja. Okay, so. Dann müssen wir jetzt mal wieder gucken, wann fliegen wir da los. Wenn wir jetzt losfliegen, kommen wir wieder genau bei Nacht an. Aber wir könnten vielleicht unseren... Speichere das mal eben. Wir können ihn hier schon mal in die Nähe bringen. Genau. Zur Wegmarke. Ja. So. Noch 70% fast, also neues Ziel wählen, bitte da zur Absturzstelle. So, auf geht's. So, und jetzt haben die nämlich alle schon hier so eine so ein Plasmagewehr dabei. Mal alle noch hier so ein Gedankendingens mal mitkriegen, einfach nur mal zu gucken, ob das was taugt. Okay. So, dann fahren wir raus.
aus. Schauen wir erstmal da hin. Jawohl, da ist Ende. Da ist nicht Ende. Da geht es auch noch einigermaßen weit. Und hier geht es auch noch einigermaßen weit. Und da sehen wir schon einen. Keine Visierlinie. Du siehst ihn, aber kannst ihn nicht anvisieren. Na, dann warten wir mal noch. Wo ist er? Da ist er. Guck mal, ob du ihn von da oben anvisieren kannst. Jawohl. Ein Treffer, aber nicht erledigt. Der kann zwei Treffer ab. Gut. Okay. So. Achso. Ich muss mal anwenden, den Knopf zu drücken. So, dann jetzt alle damit. So, dann müssen wir erstmal wieder alle ausladen. Halt. Den wollte ich drücken. Okay. Netter Versuch. So, alle ausgeladen. Weiter geht's. So, Panzer, wie fährst du da lang? Ja, okay, da ist nichts. Wie weit ist man den Panzer? Wie weit sind wir denn jetzt hier runter? Okay, da haben wir das Ende der Map gesehen. Habe ich denn schon das UFO gefunden? Auch nicht. Und da oben habe ich noch nicht das Ende der Map. Ja, da müssen wir einfach alle mal so ein bisschen ausschweren lassen. Kannst du dich noch drehen? Nein, kannst du nicht. Und dann haben wir hier noch einen. Kommst du da mit hin? Und bitte einen wieder runter. So, naja, dann haben wir alles ein bisschen ausschwärmen lassen. Jawohl, hier schön im Ah, da hinten ist auch das UFO. Und hier nach Norden. Ah, da haben wir jetzt auch das Ende gesehen. Okay. Gut, dann Panzer. Okay, da ist alles ruhig. Du siehst einen. Mit den Plasma-Dingern treffen die echt noch einen Ticken besser. Müsste mir vielleicht mal die Prozentzahlen angucken, die da immer stehen. Okay, alles
ruhig. Jawohl, alles ruhig. Ja, den Baum kannst du dich nicht stellen. Jawohl, alles ruhig. Okay. Okay. Jawohl, und ich mach. So ungefähr. Schön, und dann gehen wir jetzt hier rüber Richtung UFO. Und dann sollten wir das hier ratzfatz erledigt haben. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt auch mal langsam mal diese komische Gedankendings da auch mal einsetzen können. Könnten wir, wenn ich nicht immer gleich anfange, die Leute abzuschießen, ne? So. So, da haben wir erstmal keinen gesehen. Hier haben wir alles. Oh, da ist ein Loch im Ufer. Da können wir also. Da können wir auch von oben rein. Zack. Los. So, dann bringen wir alle mal hier ein bisschen in die Gegend. Hier auch ein bisschen am Rand noch mitschauen. Aber das scheint ja alles ruhig zu sein. Okay. Der ist wieder aufgestanden. Verdammt. Moment, jetzt können wir aber noch mal gucken. Du zum Beispiel, du hast ja jetzt ein Ding dabei. So, jetzt kannst du hier Gedankensonde 35 Zeiteinheiten kostet das auf diesen hier. Und dann erfahre ich. Ach, das. Okay, der hat eine total geringe Rüstung. Der hat nur 3 Schussgenauigkeit und Wurfgenauigkeit ist noch schlimmer. Moral und Mut hat er noch ganz gut. Und nur noch ganz bisschen Gesundheit. Okay, naja, gut, das ist jetzt nicht so spannend. Die hätten wahrscheinlich alle 3 getroffen, wa? So, hier habe ich vergessen, wieder umzuschalten. Okay, dann können die Gedankensonden wieder raus. Also das ist jetzt nicht so doll, dass ich sagen muss, boah, das brauchst du unbedingt. So, dann mal hier Richtung UFO. Achso, wie sieht's denn hier hinterm UFO aus? Geht die Map dann noch großartig weiter oder haben wir es dann erreicht? Ne, da ist ein Schluss, okay. Da noch mit hin. Jawohl. Du auch da mit hin. Jawohl. So, du guckst mal sicher, jetzt habe ich hier. Nee, da fehlt noch ein Stück. Und da oben fehlt auch ein Stück. Dann komm doch mal in die Richtung. Gut. Und dann kannst du hier auch Richtung UFO. Und du auch. Und du hast recht. Wo haben wir Eingang? Hier auf der Seite ist der Eingang, ne? Okay, da ist auch ruhig. So, Panzer, du kannst ja mal volle Pulle hinterherkommen. Jawohl, so ungefähr. So, da ist alles sauber.
Sehr gut. Du wartest mal noch. Du wartest bitte auch mal noch. Du gehst ins Zimmer rein. Oh! Die Feinherren. Warte mal noch. So, ich würde mal sagen, das waren sie jetzt, oder? Speichern ist mal da. Beenden mal die Runde. Jawohl. So, alles schön eingesammelt. Das war so, stelle ich mir das schon vor. Bisschen Regierung, Navigation, leider kein Illyrium. Einen sogar lebend noch. Sehr gut. So, dann gehen wir hier schnell mal wieder zum Verkaufen. Und sagen Granate Illyrium. Schweres Plasma kann weg. Achso, falls ich das doch nochmal erforschen, wenn ich es nicht schon habe, bitte mal einen da lassen. Plasma-Gewehre habe ich ja 10 Stück. Und Ladestreifen, die behalten wir aber. Plasma-Pistole hatte ich schon erforscht, die kommen auch mal weg. Außerirdischen Granate, toter Schlangenmensch, Dreier. Außerirdischen Unterhaltung. Ich denke nicht, dass ich davon so viele brauche. Und weg damit. So, wir machen keine Forschung. Wir sind immer noch bei gut. Okay. So, dann schauen wir kurz mal hier. War jetzt der eine hier verletzt worden? Ich glaube, nee. Zumindest nicht so doll, dass er nicht auf dem Rückweg schon geheilt worden wäre. Dann gucken wir hier kurz rein und sagen hier Gedankensonde. Ich weiß nicht, wir kommen eine nehmen wir mit, falls man sie doch mal irgendwo braucht. So, dann haben wir Plasma-Gewehr und 20 Ladestreifen. Alles gut, können wir so lassen. So, dann können wir übrigens noch die anderen Gedankensonden auch verkaufen. Wo ist sie denn? Da. Boah. Weg damit. Also mit Geld läuft es. So, dann schauen wir mal. So, Produktion von Fluganzug ist abgeschlossen. Neue Produktion. So, wir brauchen dann wieder neue Plasmastrahlen. 15, warte mal, Moment. Für unsere zukünftigen neuen Abfangjäger brauchen wir Plasmastrahlen. Warte mal kurz. Und zwar... Warte mal, hier habe ich ja noch 2er. Also für 2 brauche ich nicht. Und dann haben wir noch, also hier und hier. 2, 4, 6, 8, 10 Plasmastrahlen brauchen wir trotzdem noch. Produktion. Neue Produktion. Plasmastrahlen reicht gerade so. Ja, bis wir dann soweit sind, haben wir sowieso wieder hoffentlich neues Illyrium eingesammelt und los. So, sehr klein, sehr hoch. Ja. Flieg du ihm mal bitte entgegen. Jetzt haben wir einen. Ach, das ist ein ganz kleiner. Gut, der kann nicht viel.
Ist denn eigentlich hier? Ja, die doch schon einbestellt. Nee, der ist noch nicht da. Oh oh. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so ein Viech ist wie... Warte, ich weiß gar nicht. Habe ich letzte Folge gesagt oder diese Folge kurz erwähnt habe? Es gibt so einen Riesenviecher. Nee, abhauen. Das ist so ein Riesenvieh. Den kriegen wir mit unserer Abfangjäger nicht. Den müssen wir leider machen lassen. So, Forschung abgeschlossen. Jetzt haben wir hier den Firestorm. Genau das ist das Ding, was ich auch entwickeln wollte. Das Problem an diesen UFOs hier, die brauchen Illyrium als Treibstoff. Also wenn ich kein Illyrium habe, fliegen die Dinger auch nicht. Darum will ich in jedem Stützpunkt zwei haben. Einmal den klassischen Abfangjäger für alles, was kleiner ist als das, was wir uns gerade angeschaut haben. Und alles, was dann diese Riesendinger sind, da müssen die Firestorms hin. So, die sind auch wahnsinnig schnell. Schadenskapazität 500, ja. Kann ich hier rumschalten? Guck mal, der hat Schadenskapazität plus 100. Ein Schuss von diesem großen Ding und der ist weg. Der hier kann 5 Schuss von diesem großen Ding ab. In der Zwischenzeit kann er nämlich dann hoffentlich auch selber ein bisschen feuern. Also auch das ist noch gar keine Sicherheit, dass ich auch wirklich diese großen Dinger damit vom Himmel hole. Ne? Kampfraumschiff, dieser Ein-Mann-Kampfflieger, kopiert das klassische außerirdische Untertassendesign mit Zentralantriebseinheit. Okay. So, neuer Kampfjäger-Transporter, den forschen wir bitte auch. Zack. Alle Mann rein da, dann sind wir dabei durchschnittlich. So. Und jetzt können wir ganz viel Zeugs bauen. Wir können jetzt den Firestorm bauen. Wir können einen Luftkissenpanzer bauen. SWT, schwerer Waffenträger, Fusionsbombe, Luftkissenpanzer, Plasma. Das ist natürlich auch eine geile Scheiße hier. Den würde ich natürlich gerne machen. Und das ist wieder so ein Luftkissenpanzer mit Werfer. Und der kann dann diese schwere... diese Fusionsbombe werfen. Moment. Plasmastrahlen. Davon brauchen wir erstmal nicht so viele. Plasma 10 und 10. Und dann möchte ich gern einen Firestorm. Achso, halt, okay. Dazu müssen wir aber erst jetzt hier transferieren. Das heißt, wir schicken jetzt mal zum Südpol diesen Abfangjäger. Weg damit. Denn wir brauchen hier einen freien Hangar. Dann bauen wir... einen Firestorm. So, der kostet Legierung, Energiequelle, Navigation. Also da haben wir erstmal genug von. Produktion starten. Alle Mann... Oh, mir geht nicht. Ein Mann da rein. Zack. Ein Stück davon gebaut. Gut, dann gehen die anderen hier noch... Ach nee, ich habe keinen Platz mehr, glaube ich, ne? Mein Platz ist erschöpft. Okay. So, naja, denn, gut, hier wird jetzt also der erste Firestorm gebaut. Achso, wie lange braucht der jetzt? Der braucht immerhin noch 16 Tage, also ein bisschen Zeit haben wir noch. Auf der anderen Seite, wir könnten den vielleicht mal stoppen. Können wir dann den einen da noch reinsetzen? Oder können wir sogar noch alle da reinsetzen? 14 Tage. Plasmastrahlen. Kann ich hier noch welche rausnehmen? Wir haben ja schon mal 3 produziert, also das reicht für die. 11 Tage, dann ist der schneller. Das ist gut.
Das machen wir so. So, dann speichern wir mal noch schnell hier. Und dann würde ich sagen, den nächsten Abschuss gucken wir uns in dieser Folge noch an. Aber den Einsatz starten wir dann jetzt in der nächsten. So, jetzt haben... Ah, Moment. Nordkap hier, das war der neue. Den müssen wir noch ausrüsten. Du kriegst bitte hier einen Plasmastrahl und da einen Plasmastrahl, jawohl. So. Und dann haben wir jetzt hier auf Südpol haben wir zwei Abfangjäger. So, und da wird später dann, wenn ich hier einen Firestorm habe, den ich hierher bringe, verkaufe ich einfach einen von diesen Abfangjäger und stelle dafür einen Firestorm hin. Und dann habe ich auf jeden dieser anderen Stützpunkte einen klassischen Abfangjäger und einen Firestorm. So, aber solange ich hier noch freie Hangars habe, brauche ich die natürlich noch nicht verkaufen. Ich wollte hier gucken, Raumschiff ausrüsten. Ja, ihre Munition haben sie beide mitgenommen. Okay. So, dann los, weiter geht's. Sehr klein, sehr hoch, Südwesten. Also fliegst du von Südamerika immer entgegen. So, schnappen wir. Ach, das ist ganz klar. Da bleibt ja immer nichts bei übrig, was wir noch aufsammeln können. Das ist schade. Dann wieder ab nach Hause. Sehr groß, sehr niedrig, Norden. Dann los. Ich hoffe nicht, dass das wieder dieses Kampfding ist. So, vorher... Nee, da brauchen wir mit dem nicht anwerfen. Raus. Das schaffen die nicht. Und dafür sind mir meine Abfangjäger einfach zu schade, als dass ich sie jetzt dafür so einen Quatsch aufs Spiel setze. Was wir jetzt noch gucken können, vielleicht landet der hier irgendwo. Dann könnten wir natürlich mit unserem Sky Ranger dahin und das Ding vielleicht komplett bergen. Das wäre natürlich eine richtig geile Geschichte. Komm, lande. Ah, da unten nicht, da bist du zu weit weg, da schaffe ich das nicht rechtzeitig. Ach, nur ist er weg. Ja, nur ist er weg. Schade, schade, schade. Na, vielleicht kriegen wir nochmal aufgetrieben. Forschung abgeschlossen. So, dann haben wir hier ein Lightning jetzt erforscht. Das Ding ist aus meiner Sicht ziemlich unnötig, außer dass er natürlich eine schöne Schadenskapazität hat. Treibstoffkapazität hat er 30 Waffen, aber er kann nur eine Waffe tragen. Er hätte 12 Frachtraum, also man könnte den auch mit 12 Soldaten besitzen. Das ist also so ein Zwischending zwischen Abfangjäger und Truppentransporter. Ich meine, die Schadenskapazität, die ist schon cool. Aber ich kann mich daran erinnern, den brauchst du nicht wirklich. So, dann können wir ein Top-Raumschiff und ein Gravitationsschild bauen oder erforschen. Dann nehmen wir erstmal das Top-Raumschiff. So. Nee, Lightning will ich nicht produzieren. Das lassen wir mal. So, dann fangen wir mal ab. Was wir aber noch machen könnten, wäre hier oben an Nordkap. Da bauen wir uns aber noch einen dritten Hangar hin.
Ganz einfach, weil ich hier dann eins von diesen Superraumschiffen deponieren will am Ende. Um damit vielleicht auch nochmal auf Kampfschiffjagd zu gehen im Ernstfall. So, was haben wir hier? Das ist so einer, den können wir gerne mal angreifen. Diese kleinen Dinger, so langsam halten sie nur noch auf. Ja, mittelgroß, das wäre so optimal. So, jetzt haben wir auch hier endlich mal wieder eine Abladestelle, eine Absturzstelle, wo wir mal auch wieder hinfliegen können und was bergen. So, starten wir die Mission noch, aber wie die dann ausgeht, das sehen wir dann halt in der nächsten Folge. Und Moment, das muss ich aber noch in dieser Folge hier machen. So, dich beladen wir noch vernünftig. Schade, dass man die nicht drehen kann. Ich kann ihn jetzt hier irgendwie nicht reindrehen. Ist halt hochkant. Passt nur dahin. Ach so, und einer kriegt dann doch mal noch das Ding hier mit. So, und dann los. Och, und da haben wir schon eben. Erstmal speichern. Und mal gucken, wenn es klappt, dann nehmen wir das noch gerne mit. Und wenn nicht, versuchen wir das dann halt in der nächsten Aufnahme. Es hat geklappt, sehr schön. Gut, so, jetzt speichern wir das, den Abschluss nehme ich gerne mit. Dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.